Hallo zusammen, ganz herzlich willkommen zu der Dienstagsausgabe der Star News. Ja, in der heutigen Sendung da reisen wir auf Italien und zwar zusammen mit der Miss Earth Schweiz 2012, der Lea Sara Witwer. Die ist nämlich Model gestanden für den neuen Kalender. Und die Louise Rowe, die berühmte englische Fernsehmoderatorin, verratet uns, was es so alles braucht, was man alles muss berücksichtigen muss, wenn man auf dem roten Teppich ganz eine gute Figur machen will. Ja, bevor wir aber auf Italien fahren mit der Lea Sara Witwer, zuerst noch schnell zu den Kurznews vom heutigen Dienstag. Es ist ja wieder einiges abgegangen in der Welt der Prominenten und wir haben zwei Meldungen für euch rausgepickt. Zum einen muss der glückliche Prinz Harry leider wieder auf Afghanistan. Und das ist eine ziemlich heikle Angelegenheit, weil die Taliban die haben jetzt auch angekündigt, er ist der Mr. Most Wanted, also sie wollen ihn. Da kann man sich fragen, ist das gescheit, wenn der Harry auf Afghanistan reist? Ich finde nicht. Macht euch selber eine Meinung. Und zum anderen Thema könnt ihr euch auch eine Meinung machen. Jessica Simpson, nämlich, wir haben schon mal darüber berichtet, sie kann ja nicht joggen, weil sie eben zu grosse Brüste hat. Oder? Wegen diesen Brüsten kann sie nicht säckeln und kann darum auch nicht abnehmen. Und sie behauptet jetzt, hey, nehmt es mal locker, ich habe schon 40 Kilo abgenommen seit meiner Schwangerschaft. An dieser Stelle, Jessica Simpson, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Respekt. Ja, verlassen wir jetzt Kurznews, verlassen wir unsere schöne Jessica Simpson und widmen wir uns der Lea Sara Witwer. Miss Earth Schweiz 2012. Sie hat einen weiten Weg auf sich genommen, genau gesagt, sie ist auf Brescia, Italien gegangen und ist dort Model gestanden für den neuen Miss Earth Schweiz Kalender. Und wenn man jetzt gut aufpasst im nächsten Beitrag, dann kommt auch noch mal eine ganz bekannte Frau vor und das ist Miss Earth Schweiz 2011. Die Irina De Giorgi ist nämlich gerade mitgegangen. Wieso sie mitgegangen ist, das erfahren wir jetzt. Es ist ein Paradies für alle modebewussten Frauen. So viele unterschiedliche Schuhe findet man in keinem Laden. Und auch Kleider gibt es hier in allen Variationen. Star TV hat die aktuelle Miss Earth Schweiz Lea Sara Witwer auf Italien begleitet. In der Nähe von Brescia hat sie ihr erstes Shooting bei einem international bekannten Starfotograf. Giovanni, Tom und Tanja von der Miss Earth Schweiz Organisation besprechen ihre Vorstellungen von den Fotos, die für den traditionellen Miss Earth Schweiz Kalender gebraucht werden. Es wird natürliche Fotos geben mit einem ganz speziellen Effekt, der jetzt total in ist. Und wir mussten uns ein bisschen umstellen vom letzten Kalender. Wir hatten Schönheit, Klassik. Und jetzt haben wir etwas ganz anderes, aber auch wunderschön und auch natürlich, aber mit Spezialeffekten. Und dann legt der Profi gerade selber Hand an. Unterdessen wird das grosse Studio für das Shooting vorbereitet. Mit Spiegel werden Lichtreflex erzeugt. Die letzten Details werden perfektioniert. Und dann geht's los. Es ist unglaublich. Also es fängt mega. Zuerst weiss man noch nicht so, wie sie sich verständigen und so, aber dann gibt eine gute Anweisung und dann kann ich es eigentlich, glaub, gut umsetzen. Also das Foto sieht auch mal super aus. Das sehen auch die Organisatoren von der Miss Earth Schweiz so. Wow. Höchste Zeit für die Lea Sara, das nächste Outfit anzulegen. Jetzt geht es ruckzuck und die Fotos sind im Kasten. Für einen Kalender braucht es mindestens 12 Fotos. Die Lea Sara verwandelt sich immer wieder neu, zur Freude von Tom und der Tanja. Das schwarze Outfit, das Netzoutfit, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, ich weiß nicht, vom Stil, vom Bewegung her, das ist jetzt mein absoluter Lieblingsbild. Aber wir kennen ja Fotografen, es gibt sicher noch bis am Ende des Tages noch ein paar schöne Outfits, ein paar schöne Bilder. Lea macht sich sehr gut, sie ist voll dabei, mit vollem Einsatz und Elan. Und sie lässt sich natürlich den ganzen Tag verwöhnen und ihr gut gehen. Unterdessen ist auch der Stefan Ingold eingetroffen. Er ist der Mitinhaber von der Uhrenmarke Cover.
Für den nächsten Katalog hat er Lea Sara und die ehemalige Miss Earth Schweiz Irina De Giorgi engagiert. Und so werden die beiden Missen gerade zusammen aufs nächste Shooting vorbereitet. Da, wo man jetzt nur einen Holzbalken sieht, wird später digital eine Coveruhr eingefügt. Ich bin selber eigentlich jemand, der immer eine Uhr hat. Für mich ist wichtig, dass ich immer wieder eine andere anlegen kann. Und sie haben wirklich sehr ein breites Spektrum, sprechen viele Leute an. Und das doch gefällt mir sehr. Ich stelle mir sehr emotionale Bilder vor, farbig. Und es muss einen gewissen Lifestyle ausdrücken. Das ist ganz wichtig für uns. Also die Lea, sowie auch die Irina, die hat das sehr gut gemacht bis jetzt. Also ich bin sehr zufrieden. Ich freue mich natürlich auf das Resultat. Also sie sind wirklich alle mega cool, aber die sieht sehr cool aus. Und dann kommt das grosse Finale. Zusammen mit dem Model dreht Lea Sara ein Werbevideo für Cover. Und zwar eins, wo sie auch bei schönem Wetter einen Regenschirm brauchen. Genau, jetzt reden miteinander. Einfach sprechen. Die beiden spielen das Bärli, das so verliebt ist, dass sie den Regen ganz vergessen. Im Fokus ist dann aber natürlich eine Uhr von Cover. We cannot repeat it. Die Schlussszene können sie nur einmal drehen. Nichts darf schief gehen. Trotz kleinem Unfall ist die Szene im Kasten und alles flutschnass. Hat es gefällt? Ja, sehr. Aber es war halt gleich recht schwierig gewesen. Was war so schwierig? Gefühlt spielen, die man hat. Sorry. Für dich? Wie war es für dich? Es war lustig, es war auch amüsant, wirklich. Hast du fast wollen küssen, gell? Also es war auf Regieanweisung, ja. Auch bei der nächsten Abenteuer von der Miss Earth Schweiz ist Star TV mit dabei. Ja, die berühmte englische Fernsehmoderatorin Louisa Rowe, die weiss alles immer besser. Und sie weiss auch, vor allem, wie man sich ganz genau muss kleiden und gehen, damit man auf einem roten Teppich eine gute Figur macht. Und das sind doch zum Teil ziemlich hilfreiche Tipps. Hi, I'm Louisa Rowe. I'm a TV presenter and a fashion journalist. I've been lucky enough to work all over the world on red carpets. I host a show for MTV and write in columns for magazines. And I truly believe in my heart of hearts that luck is an attitude. If you want something bad enough, be it a job or moving to another country, a man, a dress, the best shoes, you will get it. Just never give up. If you persevere, you can make luck your own. So today I'm with Elizabeth, who is the UK finalist of the Martini Royale casting, and that's the global competition to find the woman who embodies best the philosophy luck is an attitude. My advice for making the most of your opportunities is to go in with a massive smile, as simple as that. Anything that's part of your personality, amp it up a couple of notches. Eye contact, body language, posture, always key. Apart from the fact that standing up straight can shave about 10 pounds off people's figures and wearing a high heel too. Attitude's one thing, but it has to be matched by how you look on the outside. And I think wearing something bright, red is a really passionate colour. Green is a very lucky colour. I'm a big fan of what colours mean, and I think those two are key. Knowing what suits your figure, definitely a high heel, it makes all the difference. You enter a room with a more powerful, confident, sexy aura. Eye contact is totally key. You need to be able to hold it. And just smiling, you know. I love what you've done. Yeah. You've got sparkles, you've got bright colour, you're showing off your figure, but it's not over the top, and I think that's really key, as it's very ladylike. I mean, you know, it's below the knee, and
not too much cleavage going on. Mm-hmm. Personally, that's my favourite kind of look. And then hair and makeup, that's again very personal, but in my opinion, less is more. You know, use it to sort of enhance your best features instead of covering things up and, mm-hmm. and really caking it on. Good luck! Thank you, that's great I'm advice, excited for Thank you. You. Elizabeth is heading off to Ibiza for the global final for the Martini Royale casting. Show your support and follow her progress on facebook.com/martini. Ja, liebe Damen und Herren, das wäre es leider schon wieder von der Star News für heute. Hier auf dem Sender geht es jetzt weiter mit der Krimi-Komödie The Hot Rock. Dort in der Hauptrolle niemand geringeres als der Robert Redford. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spass mit dem Film. Wir sehen uns morgen wieder am 8. Uhr, nur hier auf Star TV. Bis dann, macht's gut, einen schönen und tschüss.